Hallo und willkommen zurück bei Valheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, ja, wie ihr seht, wir kommen gerade an dem letzten Altar vorbei und ich tucker mir hier gerade einen ab, weil ich habe keinen Wind. Und ich habe die Drachenmutterfähigkeit schon eingesetzt. Aber ich dachte, ich gewähre euch zumindest mal einen Blick auf den Altar. Schon cooles Ding, oder? Muss ich schon sagen. Sieht schon echt cool aus. So, aber auf der Insel selber, die ist sehr klein, ich zeig's euch gleich. Da werden wir nicht glücklich, wenn wir uns da was aufbauen wollen. Deswegen fahre ich gerade hier im Kanal rum. Hier ist noch eine Insel und hier ist der Altar. Wie gesagt, das sind so ganz viele, ganz kleine Inseln. Ich dachte mir, dass wir uns jetzt hier mal kurz reinmachen und mal schauen, ob wir vielleicht hier was entdecken. Das wäre doch mal was. Dann geben wir ein bisschen Gas, weil hier ist auch Ebene. Das ist super. Weil wir suchen ja immer noch Flachs, ne? Mal ohne Flachs. Das sagt man in Norddeutschland, wenn man meint, ohne Spaß. Ja, ohne Flachs, ne? So. Jetzt biegen wir hier mal bei den Loksen ab. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo ein schönes Stückchen finden. Ich denke schon. Ja, das wird ja jetzt hier ein Gerude, ne? Oh ne, da sollten wir nicht. Da sollten wir nicht langfahren. Ja, also da drüben sieht es ja schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Da haben wir einen guten Übergang. Da könnte man eine Brücke bauen. Gerade nochmal ein Stück zurück hier. Oh, da hat sich Schwein mit den Falschen angelegt, ne? Den da gut umschiffen. Machen wir mal ein bisschen langsam. So, fahren wir den Fluss ein Stück rein, hätte ich gesagt, oder? Ja, das machen wir. Kann man ein bisschen Gas geben hier. Oh, oh, oh. Das war natürlich eine super Idee. Ah, diese verflixten Steine unter Wasser. Das ist echt so mies. Ich meine, toi, toi, toi. Ich habe bisher zum Glück noch kein Schiff verloren. Aber ich bin schon sehr oft, sehr, sehr, sehr oft auf so einen blöden Stein aufgelaufen. Wahnsinn. Da oben sieht es auch nicht so schlecht aus, ne? Oh, kurz hier anhalten. So, da steht der Kern. Wobei irgendwas hier in der Nähe wäre natürlich... Ups. Nein, stopp, stopp. So. Irgendwas hier in der Nähe wäre natürlich auch super zum Schiff. Und man könnte sich auch überlegen, ob man da drüben ein bisschen was platt macht. Da muss man schon nicht so viel Wald roden. Und wir müssten keine zwei Brücken bauen, weil hier wäre natürlich auch eine Brücke ganz schlau. Und da drüben hätten wir auch gleich... die Möglichkeit noch hier Gerste anzupflanzen. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Vielleicht ist es eine gute Idee. Vielleicht wäre das eine sehr gute Idee. So. Gucken, ob wir hier wieder rauskommen.
Ja, an dem dicken Brocken vorbei. Dass wir hier den Pott vielleicht gedreht kriegen. Na komm, Fjell, schaffst du es mit dem Rudern? Bis der mal in die Pötte kommt, gell? Das ist ja Wahnsinn. So, schön mit dem Arsch da rein. Da können wir nämlich den Stein dann noch wegmachen. Das sieht gut aus. Ja, ein bisschen noch vielleicht. Komm. So lassen wir das. Hervorragend. Na. So, wir sind rappelvoll, oder? Jo, haben wir eigentlich noch Platz im Laderaum? Da können wir doch mal den Killefit, den ich gerade nicht brauche, können wir ja mal rausschmeißen. So. Da drüben ist so ein Lagerfeuer von den Goblins. Oder Kobolden, besser gesagt. Ich sag immer Trolle, Goblins. Ich sag alles, nur nicht das, was ist. Immer das Gleiche. So, ciao. Gerade mal hier ein bisschen reingucken. Wie weit das Grasland tatsächlich geht. Da ist ein ganzes Dorf. Eieiei, wunderbar. So. Ich meine, wir haben immer so viel Ausdauertränke und nie benutzt man sie. Nie. So, hier ist auch schon Ebene. Auch nochmal Schnee. Wunderbar. Was geht hier ab? Krasse Geräuschkulisse. So, es scheint ein relativ kleines Gebiet zu sein, was die Ebene angeht. Und dann kommt hier auch schon Sumpf. Also wir hätten eigentlich nahezu jedes Biom auf der Karte. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Sumpf gedöns. Ciao, ab in den Sumpf mit euch. Ab in den Sumpf mit euch. Rabauken. So. Ach, das mit der Ausdauer ist ja hier. Okay, ah ja. Wir werden beobachtet. Interessant.
Hey, was ist denn das für ein NPC? Hallo? Ach, ich spreche auch nicht mit jedem. Hallo? Können Sie mir weiterhelfen? Au. So. Okay, ich denke, wir werden ein Plätzchen finden hier, oder? Also ich bin relativ entspannt. Es gibt hier, wie gesagt, jedes Biom. Ich würde sagen, das ist nicht so verkehrt. Ist nur die Frage, wollen wir hier hin oder eher hier? Können wir nochmal hier das Eck angucken. Ob es da gut zu bauen geht, aber ich denke fast. Ciao. Skelettüberraschung. Ah, noch ein bisschen Schwein. Okay, ja gut. Da ist Sumpfgebiet unten. Da würde ich natürlich dann eher lieber nicht bauen, ne? Klar. Das habe ich mir gerade nochmal so... Das ist ja scheiße, ne? Nee, das machen wir nicht. Oh, Bärchen, die nehme ich mit. Danke. Dankeschön. Was? Schon wieder kein Platz im Inventar. Tschüss und tschüss. Ja, dann stiefeln wir nochmal übers Gebirge. Gebirge, ja. Also heute ist es mit der Sprache aus. Gab's denn eine Sache, ne? Dann kraxeln wir mal über das Gebirge. Und dann würde ich sagen, setzen wir mal den Portalraum. Macht denn das Skelett da? Nee. Ah ja, hier gab es auch mal eine kleine Farm. Meine kleine Farm. Ach komm, du schaffst es. Könnten natürlich auch hier im Gebirge bauen, ne? Das könnten wir theoretisch auch machen, aber... So, decken wir das Stück hier noch auf und dann haben wir eigentlich einen relativ guten Überblick, hätte ich gesagt. Kann der Snee hier mal apropos überblicken? Geht's überall recht steil ab. Ich glaube, zum Wasser hin ist jetzt auch nicht so viel besser, oder? Nee. Weil ich... Naja, okay. Interessant. Ja, da ist eine Klopperei im Wasser, auch gut. Jo, dann nehmen wir das Stück da hinten. Ich würde sagen, das ist... Upsa. Komm her. Tschüss, ne? So, ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir so. Dann haben wir unser Plätzchen ja hier soweit schon mal gefunden. Und dann haben wir nämlich auch... Ach, was ist denn los? Dann haben wir nämlich auch mal ein Ziel vor Augen. Ich bin nur gespannt. Ich bin nur gespannt, ob es hier Flachs gibt, ne? Jo, das nehmen wir hier. Das ist doch völlig in Ordnung. Ey, sag mal.
Du hast wohl den Schuss nicht gehört, mein Freund. Der hat da tatsächlich an meinem Boot rumgemacht. Glaubst du ja gar nicht. So, schauen wir mal. Wo ist es denn hier ganz gut? Was ist denn da schon wieder los? Skelette, warum gibt es denn hier überall Skelette? Da hinten sind schon wieder welche, okay. Ja, wir könnten theoretisch natürlich auch auf diesem Fels hier drauf bauen, ne? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das machen wir. Da habe ich Bock drauf. Werkbank. Wir brauchen eine Werkbank. Ja, auf dem Ding kann man auch locker bauen. Das ist ja cool. Gucken, dass wir hier den äußersten Punkt finden. Ist das hoch genug für hier? Jo. Wunderbar. Das passt aber nicht richtig, ne? Ach Mann, dass das immer nicht passt. Na gut, mir egal. Man sieht es ja nachher nicht mehr. Solange es stabil ist, alles gut. Ja, das ist nicht stabil. Schade. Vielleicht ist es eine blöde Idee, auf den Felsen zu bauen. Aber ich dachte, so als Anlegestelle ist das doch ganz... Ach, komm. Bevor ich mir jetzt hier einen Aufriss gebe, machen wir das anders, ne? Da bauen wir einfach hier mit Felsen zusammen. So. Machen wir es doch einfach so. So. Ich weiß gar nicht, wie groß soll ich in unsere Hütte eigentlich machen. Nein, so eine Riesenhütte werden wir hier nicht brauchen. Ah, guck mal. Da haben sie Schweinplatt gemacht. Uiuiui, da liegt aber viel Zeug rum. Vielleicht so 3 oder 4 oder so hätte ich gesagt. Das müsste ja eigentlich völlig ausreichend sein. Das sind 3 und das sind 1, 2, 3, noch keine 4. So, aber jetzt. Ah, das ist das Problem, wenn man auf Felsen baut, ne? Ah ja, okay. Ich will nur den Freunden da nicht zu nahe kommen. Ist nur die Frage, kann ich das überhaupt auf der Seite stabilisieren? Ah ja, das sind so die Tücken, wenn man auf Fels bauen will. Er tut nämlich nicht so, als würde es hier unten aufsetzen, sondern das schwebt tatsächlich, auf Felsen schwebt das Zeug. Ah ja. Okay, gut. Haben wir wieder was gelernt. Dann brauchen wir ja einen Felsen gar nicht mit einbinden. Ich hätte es nur ganz schön gefunden, so rein von der Optik. Aber ist ja kein Problem. Dann bauen wir einfach vielleicht nicht ganz so nah an den... an unseren Freunden da, hätte ich gesagt. Vielleicht hier ein bisschen was platt machen. So. So auf der Höhe.
So. Und nochmal von vorne hier. So, machen wir kurz das Ding weg. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. So, drei und vier. Und dann kriegt das Ganze hier aus dem Pinnibel. So, weiter geht es hier. Eins, zwei, drei. Und schon haben wir kein Holz mehr. Da müssen wir kurz mal aufs Schiff gehen. Da dürfte hier noch ein bisschen was an Holz sein. So. Ach, das ist so ein bisschen entspannter, wenn man nicht die ganze Zeit an Holz klopfen muss. Kann ich auch gleich zwei Sticks mitnehmen. Sehr gut. Hunger hat da viel auch schon wieder. So. Ja, spitze. Dann haben wir hier ein kleines Häusle. So, der kriegt da auch noch ein Pendübel drauf. So, zack. So. Und so. Und zack. Gar nicht lang hier rummachen. Ja, aber der Altar. Ich bin auch gespannt auf den Bossmob. Ich weiß auch gar nicht, wie er heißt. Ich habe noch gar nicht geguckt. Auf den freue ich mich aber schon. Aber wir wollen erstmal rausfinden, was es mit den neuen Gerätschaften wie dem Webstuhl und Co. auf sich hat. So. So, basteln wir hier einmal ringsrum. So, dann lassen wir gleich ein Fenster. Okay. Was macht die Sau da? Ist sie doof, oder? Die will echt ein paar auf die Nuss. So, zap, zarab. Dann machen wir hier. Nein, das war nix. Ja, und da. Ja. Also ganz ohne Bommelfällen schon angenehmer, ne? Na, komm. Och, will er da jetzt nicht eins, Nebbe. Schon wieder kein Holz mehr. Ey, ich flippe aus. Hey. Du. Nerv nicht. So. Sorry, aber das Schwein hat mich genervt, ne. Ja, da sind wir dicht dran, dicht genug dran an der Ebene, dass wir hier auf Felder setzen können. Das wird gut. Aber wir haben den Vorteil, dass wir nicht laufend Kobolde an der Backe haben, hoffe ich.
Naja, dafür haben wir die an der Backe. So viel zu, hey, viel entspannter, kein Holz holen muss. Ja, genau. So. Ich denke, dann haben wir mal ein bisschen was. So, haben wir das jetzt aber. Jetzt müssen wir nochmal da drauf klettern hier. Danke viel. So richtig Lust hat er heute nicht, scheint mir. Aber er muss, ne? Wir wollen ja hier fertig werden und wir wollen auch schnell das Portal setzen, habe ich gehört. So. Haben wir es auf der Seite zu, da fehlt nur noch der da. So, gucken wir mal. Machen wir halt noch eine Leiter auf der anderen Seite. Ist ja eigentlich kein Problem. So, und den da, ne? So. So wollte ich das. So, jetzt muss man mal gucken. Die passen da, ne? Jo. Passt. Passt. Na. Da wollten wir ja ein Fensterchen lassen. So, dann können wir hier nämlich auch ein Feuer machen. Können wir da noch den Abzug neu basteln, wobei da brauchen wir hier eigentlich auch kein Fenster. Naja. Entscheiden wir dann. So, jetzt haue ich mal die Leiter hier weg. Und dann bauen wir mal das Portal, ne? Ah, die Leiter hier noch weg. So, dann machen wir das Portal nämlich hier hin, hätte ich gesagt. So. Das ist gut. Kann ich das jetzt eigentlich auch mit dem anderen da verbinden? Nee, ne? Nee, das war klar. Ja, wir hätten natürlich auch drüben gleich ansetzen sollen. Wir dämpfen. Na egal. Ich wollte sowieso nochmal rüberfahren. Nicht so schlimm. So, ein Bettchen wäre noch gut. Ein Bettchen. Bettchen, so. Bettchen brauchen wir Feuer, also machen wir Bettchen dahin. So, jetzt gucken wir mal. Das Feuer sollten wir vielleicht... Na. Dann machen wir es nämlich so, dann machen wir es hier zu. So, zack. Zack. Ja. Können wir Steine einstecken? Nö. Das war ja klar, nee, so. Dann kommen wir da oben raus. Dann muss ich mir da kurz mal eine Leiter hochmachen, ne? So. Und dann machen wir nämlich hier das. Und dann machen wir hier einen schönen Abzug drauf, ne? Na? So. Dann haben wir da einen schönen Kamin. Dann kann der Scheiß da ordentlich abziehen. Und auf der Seite, da könnten wir doch noch... Ach, ey, dieses Schwein. Das macht mich irre.
Komm her. Irgendwann reicht's auch mal, Freund der Sonne. Irgendwann reicht's. Ist der nicht. So. Oh, jetzt habe ich wieder kein Holz. Ich drehe am Rand. Ich drehe durch, du. So, macht aber auch nichts. So. Ich würde sagen, ich richte mich hier noch fertig ein. Dann erkunden wir mal ein bisschen die Gegend und schauen mal, ob wir, ja, Flachs hinten, ne? Ich würde natürlich noch das Portal aktivieren, also ein anderes auf die andere Seite bauen. Wir könnten das hier mal benennen. Fünfter Boss. So. Fünfter Boss. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, deswegen schreibe ich mal fünfter Boss. Okay, dann ja, bedanke ich mich bei euch natürlich mal wieder fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja, über ein Däumchen würde ich mich mega freuen. Also, alles her damit. Ja, und in der nächsten Runde werden wir mal die Insel auseinandernehmen. Dann schauen wir mal, was es hier so alles gibt und wie wir uns vorbereiten wollen auf den Altar. Und dafür müssen wir natürlich auch mal gucken, was wir für den Altar brauchen. Aber vielleicht gibt uns die Ebene darauf Antwort. Dann, ja, würde ich sagen, bis gleich. Ciao.